Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat nach eigener Aussage jetzt auch eine rechtsextreme Drohmail mit der Unterschrift NSU 2.0 erhalten. Sie sei in dem Schreiben unter anderem mit Mord bedroht worden und habe die Drohmail zur Anzeige gebracht, sagte Esken dem Südwestrundfunk. Zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens, in erster Linie Frauen, hatten ähnliche Drohschreiben bekommen. Zwischenzeitlich waren im bayerischen Landshut ein ehemaliger Polizist und seine Frau vorläufig festgenommen worden. Sie kam allerdings wieder frei.